Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Fallout 76. Jo, weiter, neue Runde hier im zerstörten West Virginia. Ups, wo ist ein Verbrannter? Gib mir mal den Revolver, genau. Wo ist ein Verbrannter? Bedem, bedem, bedem. Kein Schimmer. Jo, in der letzten Folge waren wir da hinten bei dem Teekessel und haben da, oder beziehungsweise ich hab da gnadenlos versagt, was das Event da anging. Naja, kann man nichts machen. Gibt's halt keinen Tee für uns. Was soll's. Jetzt allerdings würde ich mir gern das Kraftwerk hier angucken. Das heißt, wir spazieren mal hier runter. Oh, guck mal, da hat sich einer aufgebaut. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist eigentlich mein Camp jetzt immer mal... Nee, mein Camp ist immer noch weg. Ich habe eine Vermutung. Könnte es vielleicht daran liegen, dass das Camp im Haus stand? Ich weiß es nicht. Wäre möglich. Wäre möglich. Naja, was soll's. Ich gucke mir jetzt auf jeden Fall mal die Gegend hier an. Bin richtig scharf drauf, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn hier? Eine Station. Hier ist auch, glaube ich, irgendwo die Bahngleise, ne? Ja, genau. Von da aus kommen wir dann locker nach Sutton. Müssen wir einfach noch den Gleisen folgen. Servus, hallo. Ah, guck mal, wer denn da ist. Servus, hallöchen. Oh, oh. Jetzt habe ich aus wie eine Granate gezündet, scheiße. Das ist ja dumm gelaufen jetzt. Naja, passiert. Ah, naja, irgendwo läuft wieder ein Radio, dann muss ich wieder aufpassen. Hier. Jo, immer noch alles nach wie vor drin. So, Augenblick, 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 Augenblick. Ich muss mal das Ding da ausschalten. Jawohl, Gott sei Dank. So, damit es hier wieder keinen Ärger gibt. Was haben wir hier? Gar nichts. Gar nichts? Ist der leer? Jo, der ist leer. Dann kann ich hier lang warten. Was ist das denn? Ach so, das ist hier wieder so ein... Naja, ich dachte gerade, das wäre ein Spieler, der sich einfach nicht bewegt. Aber das ist ja wieder so eine verbrannte Leiche. So, da geht's nicht rein. Alles klar, wir wollten zum Kraftwerk. Oder ich wollte zum Kraftwerk. Nein, wir wollten zum Kraftwerk. Das heißt, ich marschiere mal dahin, wa? Was gibt's denn hier noch? Ach cool, sind das auch wieder diese Mini... Mini-Bunker? Kann das sein? Sind das wieder so... Hallo? Gehen wir da rein? Ja. System offline, System offline, System offline. Was ist denn das? Sind das hier... Ich dachte, das wären wieder diese kleinen Mini-Walls, die es in Fallout 4 gab. Wo man sich theoretisch einfach reinstellen kann und dann gnadenlos verhungert. So, auf zum Kraftwerk. Das will ich mir jetzt angucken. Beanspruche die Werkstatt. Aha. Ja, geil. Das ist mal... Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Aha. Tummeln sich hier gerade Spieler rum? Nee, oder? Die sind weiß Gott wo. Okay, dann gucken wir uns das doch mal an hier. Ach, sieht schon klasse aus. Oh, hat was, hat was. So, wer ist das? Doch, das ist ein Spieler, tatsächlich. Tatsächlich. Guck mal, hier gibt's wieder was zum Abkrabbeln. Oder? Doch nicht. Ah, guck mal, hier ist eine Werkbank. Activate.
Ah, okay, es sind noch Gegner in der Nähe. Die muss ich natürlich erst löschen, auslöschen. Aber hier ist schon fleißig einer zugange. Huch, lass mich doch mal. Lass mich doch mal rein hier. Oh, guck mal, Füße. So, jetzt gucken wir uns hier mal um, ne? Da oben läuft ein Ghoul umeinander. Oh, nicht nur ein Ghoul. Nicht nur ein Ghoul. So wie es aussieht, rennen ja auch Verbrannte umher. Ja, genau, guck mal da. Oh, ey! Au, 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 Vorsicht! Hundefutter aus der Dose, nimm mal mit. Gerade noch erwischt. Hier geht's aber ganz schön ab. Ach, guck mal, da läuft auch noch eine. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet, ich bin unbewaffnet. Denkst du? Ah, erwischt. Ja, damit. Wo? Wo? Ah, hier. So. Ich habe sie repariert. Nicht schlecht. Was klingt hier? Kann man das aufheben? Nee. Radio ist aus. Was ist das denn? Was ist... Wieso kriselt das hier so komisch? Suche. Was willst du suchen? Mich? Gott sei Dank suchen. Irgendwas krisselt hier komisch. Naja, egal. Cool. Im Kühlturm drin. Geil. Ah, da hinten. Jetzt kommen sie. Achtung. Daneben. Ha, erwischt. Erwischt. Ja, mit dem Kram. Alles, was dir gehört, gehört jetzt mir. Nur die ist kaputt, alles klar. Guck mal, hier sind Lecks, muss ich die auch reparieren? Kann das sein? Sind das Lecks? Ja, tatsächlich. Bumm, dicht gemacht. Und, oh, da fällt mir gerade mal wieder auf, dass ich die, den Timer Bimmel nicht gestartet habe. Augenblick bitte. Ich bin aber so vergesslich. So, jetzt läuft er. Ich muss mich nur dran denken, dass wir 5 Minuten weniger machen. So. Reparieren. Sag mal, kostet mich das Munition, wenn ich das Ding repariere, oder was? Nö. Dachte ich gerade. So. Ich weiß nicht, was es bringt. Wahrscheinlich nur, dass man die Werkbank freischaltet. Ist witzig, in der letzten Folge habe ich noch gefragt, ob es hier auch andere Werkbänke gibt, wie aus Fallout 4. Jo, damit hat sich meine Frage auch erledigt. Die gibt es. So, das... Da hinten ist noch ein Loch. Das machen wir jetzt auch noch zu. Hopp. Vorsichtig, nur nicht runterfallen. So, zu. So, da ist auch noch eins. Vorsichtig hier rüber hüpfen. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle Löcher hier dicht gemacht. Sieht zumindest stark danach aus. Nimm einfache Reparaturen am Kühlsystem vor. Ja, habe ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht gerade. Schraubenzieher, Skalpell, nimm mal mit. So, lass nochmal schauen. Können wir hier drin noch was reparieren? Ich glaube nicht. Hier läuft alles, ne? Jo, das haben wir repariert. Hier ist noch ein Safe. Kann ich nicht öffnen. Hier kriselt es immer noch so komisch.
Von mir aus. Radio lassen wir aus. Ah, guck mal. Simpack, schmutziges Wasser. Das Metalleimerchen nehmen wir natürlich auch mit. Ah, sagen wir mal, heute kratzt es wieder am Hals. So, dann gehe ich doch mal da rein. Ich bin mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es da drin aussieht. Oh. Keine Granate mehr. Keine Granate mehr. Tot. Tot. Ich glaube, langsam geben wir so ein bisschen die Munition aus. Spitzhacke. Hm, Schraubenzieher. Hier liegt welche. Da auch. Servus. Ui. Oh, hier wimmelt's. Hier wimmelt's von den Typen. Hast du einfach eine Schrotflinte gehabt? Komm, das kurze Jacke, wir nehmen mal mit. Yo, alter Pumpgun. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Wo ist die Pumpgun? Pumpgun. Da. Nee, sortieren. Details. Wo war's hier? C, Favoriten. Geile Geschichte. So. Boah, cool. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Geil. So, wo geht's hier hin? Kraftwerk 06, Kühlturm 1, okay. Da geht's auch irgendwo lang, so wie es aussieht. So, machen wir mal das Pip-Bäuchchen an, damit man auch was sieht. Strahlung, Strahlung! Schnell weg! So. Oh, hi. Licht wieder aus. Ich find's ohne Licht einfach cooler. Ist ja hell genug eigentlich. Also für mich auf jeden Fall. Für euch weiß ich nicht. Oh, ich habe nicht viel Munition leider. Ich habe leider nicht viel Munition. Aber die Waffe ist geil. So viel steht schon mal fest. Die Waffe ist echt geil. Wo rennst denn du herum? Jetzt nirgends mehr. Impro-Revolver. Den können wir vielleicht mal mitnehmen. Eine Sichel. Bierflasche. Oh, was haben wir hier? Bastelwerkbank. Okay. Stacheldraht-Gehstock-Mod. So, Gegenstände verwerten. Nein. Oh, es ruckelt ein bisschen jetzt. Tatsächlich. Naja, das habe ich eigentlich schon erwartet. Mal guck mal, hier können wir. Oh, ich habe nur noch eine Haarklammer, das muss ich noch aufpassen. Aha, so. Gut, das habe ich, wie gesagt, das habe ich eigentlich schon erwartet, dass das Spiel jetzt ein bisschen ruckelt mit der alten Grafikkarte. Bei den geilen Lichteffekten hier habe ich damit schon gerechnet. So, der Pip-Boy ist extrem hell. Ich muss unbedingt mal gucken, ob ich den. Vielleicht nicht doch. Guck mal, der hat eine Schrotflinte. Die will ich haben. Pass mal auf, wo sind meine. Oh nein! Ah! Ich seh nix! Ja! Was hörst du? Oh, warte mal, ich muss mal hier. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Schnellslot ich die Stimpaks gepackt hatte. Wo sind sie denn? Hier. Hau dir mal rein. Machete, nimm mal mit. Ich muss jetzt alles nochmal nachgucken. Wo hier was ist. Guck mal, den da oben. Spieler oder Feind? Verbrannter. So, Entschuldigung. Oh, aufpassen. So. Oh, da ist noch mehr. Wo? Wo? Da.
geh kaputt. So, was hast du? Jagdgewehr, gekocht, Lederrüstung, linker Arm, nimm mal mit. Nimm mal mit. Technische Daten. Lose Federung. Okay, wieso nicht? So, wo ist der Knarrenheinz mit der Schrotflinte? Ist der jetzt schon despawned, oder was? Frechheit. Schade, ich wollte ihm die gerade abknüpfen. Bäm. Ah, da ist er doch. Da ist er doch. So, her damit. Die nehme ich auch mit. Eilandzack, ist hier teilweise dunkel. So, wo geht's da lang? Das Klo? Nee. Zu dem nächsten Verbrannten. Der hat auch eine Schrotflinte. Her damit, meine. Oh, oh, ui. Schnell, schnell, schnell. Ich will die Munition. Ah! Huch. Das war knapp. Oh, hier wimmelt's von den Typen. Strahlung. Lauf, 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 lauf. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ah, guck mal. Oh, lad nach. Junge, lauf. Oh, ich krieg hier gerade mega Strahlung ab. Brandaxt, okay, nehme ich mit. Scheiße, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Wieso kriege ich denn hier Strahlung? Bin ich jetzt im Reaktor oder was? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich hier raus. Nochmal zurück. Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott. Was? Du bist aufgrund von Strahlung mutiert? Das bringt sowohl positive als auch negative Effekte mit sich. Durch einer von Wälder besteht die Chance, die Mutation zu heilen. Oh nein! Der Effekt einer Mutation werden auf dem Pip-Boy unter Stats-Effekte angezeigt. Okay. Scheiße. Nein, ich bin mutiert. So, nimm mal die Pumpe hier. Bisschen Kugeln haben wir jetzt davon. Ich muss mal ein Sim... Oh Gott, ich muss mal... Geht's hier, kann ich mich hier irgendwo kurz verstecken? Nee. Oder? Ja, hier ist noch eine Tür. Da geht's hoch. Himmelswillen. Ich krieg noch die Krätze mit diesem scheiß Kack-Anzeige-Dingens von dem blöden Windows. So, jetzt aber. So, ich hoffe, ich bin jetzt mal kurz einigermaßen sicher. So, Stats. Ich bin ein Ghoul. Effekte. Heilfaktor. Oh. Plus 300% Gesundheitsregeneration. Das ist ja geil. Das ist doch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich muss was essen. Hallo. Geh mal darüber. Genau. Hilfsmittel. Kartoffelchips. Oh, warte mal. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich muss das Zeug noch kochen. Schmutziges Wasser. Right away verdünnt. Abgekochtes Wasser. Gut, dann trink schon mal. Und noch einmal aufbereitetes Wasser, damit du wenigstens keinen Durst mehr hast. Und komm, die Zuckerbomben kannst du noch rein. So, verdorbenes Obst. Das lässt mal besser sein. Das schmeißen wir weg. Ablegen. Ciao. Verdorbenes Fleisch. Tschüss. Verdorbenes Gemüse. Weg. Stimpack verdünnt, Redaway verdünnt. So einen Redaway gönne ich mir jetzt. Wie sieht's aus? Bin ich immer noch? Jo, ich bin immer noch mutiert. Gut hydriert, alles klar. Aber das Redaway hat leider nicht viel gebracht. So, oh, hi. Was? Hören und sehen? Okay. Ja, also man merkt schon, dass das Spiel tatsächlich eher dafür gemacht ist, dass man da hier in der Gruppe rumläuft, statt alleine. Oder das dauert einfach noch, bis man im Level hoch genug aufgestiegen ist, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird hier.
Jetzt wie zur Hölle kam ich denn nochmal hier raus? Ja, ich würde tatsächlich gerne wieder raus. Reaktor Notfallterminal, da komme ich nicht ran, okay. Da. Hier geht's. Keine Ahnung. Servus, hi. Was? Nix, alles gut. Alles gut. Danke, Pumpgun, nimm mit. So, was geht's hier? Sack alles ein. So, ich muss hier auch noch Reparaturen machen. Uiuiuiui. So, bin ich hier also mittlerweile alleine, oder was? Schutzhelm, nö, den kannst du behalten. Ich hab einen Armeehelm, das ist viel geiler. Hier, friss, Molotow-Cocktail. So, mach mal ganz. Hier auch. So, ich mach mal einen Pip-Boy nochmal an, damit es ein bisschen heller wird. Uiuiuiui. Wow, wow, wow. Immer langsam. Immer langsam. Was haben wir hier? Hundefutter in der Dose. Können wir was Besseres vorstellen? Ich bin fast überladen. Ich darf jetzt echt nichts mehr mitnehmen, ey. Sonst ist... Servus. Sonst ist voll. Oh, geil. Ich will am liebsten... Oh, guck mal, wie geil das aussieht, oder? Servus. Oh, stimmt. Die Munition wiegt ja auch. Wo ist der Kollege? Hier. Bam. Her mit damit. Her damit. Impro-Pistole. Kombi-Schraubenschlüssel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme noch einen Red Away. Tatsächlich. Erstmal auf Gegenstand. Hilfsmittel. Red Away. Rein damit. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gleich zum ersten Mal mutiert und gleich einen guten Effekt erhalten. Ist geil. Ist geil, wenn es so weiterläuft. Biometrischer Scanner, gemütliches Kissen. Oh, ich muss echt aufpassen, was ich mitschleppe. Du bist überladen. Hä? Wieso bin ich denn jetzt überladen? Ich hab doch gar nichts aufgesammelt. Ich hab nichts aufgesammelt jetzt. Wieso bin ich jetzt überladen? Ich bin sogar massiv überladen. Ich bin nicht einfach nur überladen, ich bin sogar... Ah, toll, das war's. Ich hab kein... Huh, um Himmels Willen. Ach was, ich glaube mein Strahlungseffekt ist weg. Nö, Heilfaktor immer noch 100%. 300%. Okay, komisch. So, ich suche jetzt wieder den Ausgang. Das ist mir ja zu heiß ein bisschen. Scheiße, ich finde den Ausgang nicht. Leute, wo geht's hier raus? Jetzt bin ich wieder hier im Strahlungsbereich. Das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht mal auch mal was wegschmeißen. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, eben. Genau deswegen. Okay, gehen wir kurz in Pip-Boy. Gegenstände, Schrott. Bierflasche. Nee, irgendwas Schweres. Skalpell. Jo, den kannst du mal wegschmeißen. Wenigstens wieder ein bisschen rennen können. Zange. Gewicht 3. Und tschüss. So, wie sieht's aus? Genau. 155. Schraubenzieher. Industrieölkanister. Okay. Ich mag es zwar eigentlich nicht, Zeug liegen zu lassen. Warte mal. Schön angeschlichen. Da ist noch was zum Reparieren, okay. Munition. Ah! Oh Mann.
Ja, reparieren mal, wenn wir schon hier sind. Ich habe das Gefühl, ich finde hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, ich will wieder raus. So, wo geht's da hin? Locker Room. Okay, gehen wir mal da lang. So, der Kerl ist beim Biersaufen gestorben. Auch nicht schlecht. So, aufheben ist nicht mehr. Wir sind, bin eh schon voll. Da habe ich auch noch wilde Ghule am Sack. Oh, und wie viele? Und wie viele? Nee, nee, lass mal. Lass mal. Didim, 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 didim. Ich finde den Ausgang nicht. Ich finde den Ausgang nicht. Das ist mal wieder typisch. So, wo geht's da lang? Alter, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier bin ich hergekommen, oder? Irgendwo, tatsächlich. Ja, ich renne jetzt einfach mal da lang. Jetzt bin ich wieder hier. Da geht's nicht durch. Da oben leuchtet es blau. Scheiße, die Strahlung. Kein Wunder bei dem Gammelwasser hier. Ja, ich bin schon wieder mutiert. Ja, super. Yo, ich weiß. Ich suche doch den Ausgang. Hier vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Hier geht's weiter nach unten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh! Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Lobby. Oh shit, oh shit, ich geh drauf. Jetzt aber schnell ins Impact rein. Und right away. Sind wir? Okay, von mir aus. Zack, rein damit. Scheiße, die Türen sind auch zu. Main Entrance, ja. Ah, Himmel. Okay, Augenblick. Jetzt habe ich... Jetzt machen wir es einfach so. Jetzt mache ich hier... Zack. Das mache ich jetzt aus. So, jetzt... Wo geht's hier raus? Da. Mensch, ich hätte schon längst mal auf die Karte gucken können. Ich depp. So, jetzt renne ich einfach mal... Da, wo ich hin muss, tatsächlich. Richtung Türe. Reaktor... Da geht's nicht rein. Dann probieren wir's hier. Ui, hi! So. Ich bin schon wieder beladen. Guck mal, hier ist ein Schlüssel. Nimm mit. Halt, na, Klammer! So, scheißegal, ich will jetzt hier raus. Jo, da komme ich her, genau. Kam ich jetzt von unten oder von oben? Ich glaube, ich kam von unten. Ich kam von unten. Augenblick. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier wieder raus bin. Da führt eine Tür hin. Oh, Junge. Waffen. Wie viel... Impro-Revolver, Gewicht, ciao. Machete, ciao. So, schon besser. Ja, das, ich glaube, da kam ich her. Ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und hier hinten ist die Tür. Ja, endlich. Ja, endlich. Oh. Was eine schwere Geburt jetzt. Aber ich habe es geschafft. Gerade noch überlebt. Das muss ich gleich erstmal gucken, was ich jetzt als Effekt bekommen habe. Oh, es ist dunkel. Oh, Kronkorken. Nimm mit.
Ich glaube, wo ging es jetzt hier raus? Da hinten. Jo, Hunger haben wir auch. Das ist eine Katastrophe. Was ist hier drin? Junge, hör auf. Du kannst eh nichts mehr tragen. Lass das Zeug liegen. So, raus hier. Ist ja übel. Also ich stelle fest, allein hier irgendwelche Events oder Quests zu machen. Jetzt ruckelt das Spiel schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Wieso ruckelt das jetzt? Okay, ich glaube, es lag am Server. Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, hier alleine Quests abzuschließen ist gar nicht mal so einfach. Würde ich jetzt mal behaupten. Poseidon neu verlassen. Ja, ich verlasse die... Ich verlasse es jetzt. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Das ist mir doch ein bisschen too heavy im Moment. Servus. Hä? Hab ich da... Ach, der ist schon tot. Aber der nicht. Ah, jetzt aber. So. Aber ich habe es immerhin noch lebend daraus geschafft. Das ist schon mal etwas. Das ist tatsächlich schon mal etwas. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich allerdings mal gucken. Was sagt die Uhr? Okay, es ist langsam Zeit tatsächlich. Was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, da ich langsam Essen brauche. Da rennt ein Spieler. Der baut gerade. Ich glaube, es wird langsam wieder Zeit, mein Camp irgendwo aufzuschlagen, damit ich wieder weiterkomme hier. Ja, guck du ruhig. Ich lasse dich in Ruhe. Keine Sorge. Ich gehe da lang. Bin schon weg. Ich laufe jetzt mal irgendwo in diese Richtung. Ich suche mir jetzt auch noch einen Platz für meinen Camp. Nein, kannst du ruhig lassen. Lass sein, ich will gar nicht erst. Ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Nee, lass mal. Andermal wieder. Andermal. Ich suche mir jetzt ein Plätzchen, wo ich hier mich gleich mal kurz hinstelle. Ja. Immer her mit der Strahlung. Wir haben ja nicht schon genug. So, wo bin ich denn jetzt? An einem Bahnhof. So, das Kraftwerk nochmal in voller Größe. Nicht übel. Okay, meine Lieben, dann mache ich jetzt an der Stelle hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, in der nächsten Folge... Guck mal, da stehen Zelte. In der nächsten Folge gucke ich dann mal, dass ich mein Camp wieder irgendwo aufstelle. Aber ich brauche dringend Essen. Und Trinken auch nicht schlecht. Jo, dann macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's. Ja. Ciao, ciao.